Let's kick it! Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Darwin-Pod. Heute besprechen wir die Episode Games vereist in alle Ewigkeit auf Deutsch. Und am Anfang haben wir ein bisschen Feedback und zwar haben wir Feedback gekommen von Nils, ähm, vom schönen gestern heute übermorgen Podcast, schöne Empfehlung von uns. Und Nils ist ehemaliger Sanitäter der Bundesmarine und konnte uns deshalb die Frage beantworten, warum tragen die eigentlich unterschiedliche Uniformen, je nachdem, ob sie im Schiff sind oder außerhalb des Schiffs. Und er hat uns erzählt, dass es einfach normale Bord- und Gefechtsuniformen gibt. Das entspricht den schwarzen Uniformen auf der Seaquest. Dann gibt es... Die khaki-braunen Uniformen, die Bord- und Gefechtsanzüge in den Tropen sind. Und dann gibt es tatsächlich auch noch weiße Uniformen, die quasi dem Sommeranzug ab dem 40. Breitengrad entsprechen. Das ist so die Höhe von Ankara und Peking. Vielen lieben Dank, Nils, für das Feedback. Ähm, wir haben beide keine militärische Vergangenheit und sind deshalb auch da auf die Community angewiesen. Das wäre so an Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Vielen lieben Dank auch für die Rückmeldungen sonst auf sozialen Netzwerken, per Mail und so weiter. Das hat uns sehr gefreut, dass wir da so viele Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen gewinnen konnten. Ja, und auch heute sind wir nicht allein. Das sind wir sowieso nie. Wir sind ja eigentlich zu zweit, aber auch heute sind wir wieder zu dritt. Und wir haben einen Gast bei uns und zu Gast ist der liebe Frank. Hallo Frank. Hallo. Schön bei euch an Bord zu sein. Ich freue mich. Ja, im, immer herein. <lacht> Willkommen. <lacht> <lacht> Meine Zeit mit euch unterzutauchen ist vielleicht ganz entspannend. <laughs> ja, genau. Es ist auch abkühlend im Sommer. Ne? Sequest, Frank. Erzähl mal, du und Sequest. Sequest. Ach ja, das ist eine Serie aus den 90ern. Äh, ich kann mich noch ganz deutlich daran erinnern wann ich das erste Mal da mit in Kontakt gekommen bin, das war nämlich auf äh, RTL, da liefen immer die Trailer zu der Zeit zusammen mit äh, DS9. Erst gab es immer DS9-Trailer und Sequest-Trailer und das waren beides so Sachen, die wo man sich drauf gefreut hat, was ganz neu war, wo man überhaupt nicht wusste so richtig, was einen da erwartet. Und dann habe ich auch tatsächlich gleich die erste Folge gesehen auf RTL am 19. Januar 1994 um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit habe ich gerade nachgesehen, da lief es zuerst, also muss ich es auch da gesehen haben. Das war so die Zeit, da lief, kamen so ganz viele neue Science-Fiction-Serien. Man hat auch schon was gehört zu der Zeit von Earth 2, von Tech War, von Babylon 5 und wie gesagt, DS9, das kam alles, das kam teilweise ein Jahr später, aber man hat schon drüber gelesen und Sequest war denn da auch mittendrin. Ja, das war so... Äh da kam es richtig geballt, ne? Also vorher war Science-Fiction-Serie noch was Besonderes, wenn die mal im Fernsehen kam, und dann, dann, dann gab's so dieses kleine goldene Zeitalter sozusagen, wo es richtig explodiert ist, wo natürlich auch viel Trash mit dabei war und solche Sachen. Aber oh ja, das, das war schon <lacht> ja, <lacht> aber das ist ja auch schön. Aber da, da war echt, echt ein Angebot auf einmal. Da kamen dann ja auch diese ganzen äh, Zeitschriften, ich, mir fallen die Namen gar nicht mehr ein, aber du konntest wirklich äh, in den Kiosk gehen und den Zeitschriften kaufen, die sich nur mit Science-Fiction-Serien im Fernsehen in Deutschland ausgestrahlt beschäftigt haben. Das, das war schon irgendwie faszinierend. War was Besonderes. Ah, da dachte man, das geht jetzt immer so weiter, aber irgendwann war dann auch wieder Schluss, wohl auch viele der Serien haben ja, sind ja über die erste Staffel gar nicht hinweggekommen. Ja, und sonst Frank, äh, was, was, äh, treibt dich sonst so um erzähl mal ein bisschen was von dir ja ich habe auch vor ein etwas mehr als einem Jahr erst mit Podcasten angefangen mit dem Sofa im Max wo wir Filme besprechen oder Filmgeschichte aber die meisten kennen mich wahrscheinlich von Track Talk was ich mit Sandra mache und Grüße auch an von Stelle? ja <laughs> und auch von Crane äh, mit Kai und Sandra zusammen ja, das sind also die Hauptsachen. Also drei Sachen. Das lastet einen schon ziemlich aus. Hab ich. Man hat so und ich viele Ideen, was man alles machen möchte. Ja. Und aber irgendwann ist die Zeit zu Ende und es bleiben Ideen über und wenig Zeit. Ja, umso mehr freuen wir uns, dass du heute mit uns auf Tauffahrt gehst. Oh ja. Und du hast ja die die Episode vier der ersten Staffel. Ausgesucht, die auf Deutsch heißt Vereisten alle Ewigkeit. Äh, Premiere war am 3.10.1993 in Amerika auf NBC und am 16.02.1994 auf L RTL. Regie führte Joe Napolitano, der unter anderem den Filmklassiker Die Unbestechlichen auch äh, geführt hat. Drehbuch haben wir wieder Rockney S. O'Bannon und diesmal zusammen mit David Venable. Oder wie Nebbe. Äh, hm. Gaststars haben wir zwei. Zum einen Alan Scarf, der den Dr. Rubin Seller spielt, den man aus äh, Filmen wie Lethal Weapon 3 oder auch aus der Andromeda-Serie kennen könnte. Und als Nebendarsteller äh, Dr. Joss, Joshua Levin haben wir Timothy Omundsen, der bekannt ist für Mission Impossible 3, Starship Troopers oder die Serie Psych. Und diese Serie ist auch äh, die Lieblingsfolge der Schauspielerin Stephanie Beecham, die die Dr. Westphalen hier in der Serie spielt. Möchte damit, ich in meinem Fazit nochmal drauf eingehen. Ja. <laughs> und damit tauchen wir auch gleich ein in die Handlung und wir beginnen diesmal mit direkt einem Kamerashot auf Eisberge. Also, nachdem wir in den letzten Folgen in den Tropen waren und im Mittelmeer, befinden wir uns diesmal im arktischen Ozean, äh, Nähe des Mackenzie Riffs. Das ist zwischen Kanada, Alaska und Russland. Und die Sequest, so erfahren wir, ist auf dem Weg zu einem Eisgefängnis. Ja, Ein ähm, ganz kurz ist mir aufgefallen mit dem, mit dem Shot auf die Eisberge. Das ist ja was, hatten wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben ja, äh, Szenen, die auf der Sequest spielen oder am Strand oder so, die, die ganz normal gefilmt sind. Dann haben wir diese CGI-Szenen. Und alles, was so irgendwie so ein Shot im Meer ist, wenn wir Delfine schwimmen sehen oder ähm, irgendwelche Aufnahmen, die übers Wasser, über Wellen gehen, also all diese Setting-Shots, das, das, die sind ja in einer anderen Qualität. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben da so Stock-Aufnahmen genommen. Das ist euch das auch aufgefallen? Das kann gut sein, ja. Ne? Also. Das sieht, sieht, immer aus wie irgendwelche Szenen aus, äh, Dokumentarfilmen. Ja, ne? So, und ja. das, 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 das sieht man auch, dass das, <laughs> dass das nicht die gleiche Qualität, die gleiche Aufnahmequalität hat, wie die, wie die anderen das, ist, das Dachte ich so die ganze Zeit, also irgendwas ist da doch, und das ist mit, mit diesem Shot auf, auf diese Eisberge das ist mir das erste Mal so klar geworden. Ja, das, das scheint irgendwie so Material zu sein, dass sie sich woanders geholt haben, nicht? Total interessant irgendwie. Also ich finds gut, dass sie es gemacht haben. Wir können ja auch nicht überall. Also in die Arktis fliegen wäre jetzt ein bisschen Aufwand gewesen. Aber es ist schon interessant. Das macht irgendwie. Das kenne ich nur so aus *Sequest* so in der Intensität. Ja, ähm. Das wäre genau. natürlich auch sehr aufwendig gewesen, wenn sie überall hinfliegen müssen, die sind ja kurz so quer auf der Welt, nur um da ein paar Wasseraufnahmen Eben. oder Unterwasseraufnahmen, Klar. ist ja noch schwieriger, ja, irgendein U-Boot ja, zu mieten, um einmal einen Eisberg von unten zu filmen. Ich glaube, das würde den das Budget sprengen. Ich finde das auch gar nicht negativ. Ich finde das gut, dass sie das gemacht haben, weil sonst äh, ja. wird da echt eine Menge Atmosphäre fehlen. Ja, aber wir, wir sind auf dem Weg zum Eisgefängnis, äh, beziehungsweise... Hitchcock uh, und Ford sind offensichtlich schon ein bisschen weiter. Die sind irgendwie uh, irgendwie vorgefahren mit so einem Shuttle und uh, sollen da wohl Leute abholen. Und ja, also Eisgefängnisse scheinen jedem bekannt zu sein. So ein bisschen, uh, das finden alle schlimm. Also niemand möchte gefangen in einem Eisgefängnis sein, aber es scheint jetzt auch nichts total Exotisches zu sein. Also jeder weiß, dass es die gibt. Ja und Man merkt doch gleich, Pritchard hat gar keinen Bock auf diesen Shuttle-Dienst, sondern er sagt nur, der Brückenruhm macht mal und geht dann lieber zu Westfalen. <laughs> und äh, auch in dem, in dem Mini-U-Boot, da haben wir jetzt noch ein neues U-Boot, äh, das heißt SeaCraft. Also wir haben die Viskas, die kleinen Tauchroboter mit den vier Füßen. Wir haben unsere große SeaQuest und dann gibt es anscheinend noch kleine Shuttle-U-Boote, das sind dann die SeaCrafts. Und Hitchcock und Ford haben auch äh, Probleme. Sie haben irgendwie den Eisberg gestreift und dabei ihre Antenne beschädigt, so dass sie keinen Kontakt mehr zur Besatzung der Sequest haben. Und äh, es gibt auch noch wie eine Art äh, Erschütterung oder Beben, als sie andocken wollen, so dass es alles äh, sehr gefährlich wirkt und sehr bedrohlich die Situation. Und sie docken dann auch an, öffnen die Luken und sehen dann äh, einen seltsamen Mann in kompletter Winterkleidung auf sie zu. Ach so, ich dachte, das wäre ja. Schubacker gewesen. Schubacker, <laughs> ja. Der hatte große Ähnlichkeit. Der sah sehr pelzig aus und äh, ja. ja. Und der er hatte ja auch Han Solo vor sich hergeschoben, der in Carbonit eingefroren ist, so wie das aussah. Also es war ein sehr, sehr seltsamer Apparat, der vor sich hin show. Und so wie wir geguckt haben, schauen auch äh, Ford und Hitchcock, weil sie denken, wer ist das? Und was hat er da mit, ja? Weil eigentlich sollen sie ja nur einen, einen Kontrollbesuch machen, ja? Und dann äh, gibt es auch schon gleich die ersten Szenen, das sagt, äh, Moment mal. Also wenn sie mir nicht sagen, wer sie sind und sich ausweisen, sagt Ford, können sie auch hier nicht an Bord kommen, kann ich sie nicht reinlassen. Und äh, der komische Typ sagt einfach nur: Mein Name ist Crix. Ich bin der Wärter. Und dann noch nochmal: Moment, ich weiß doch gar nicht, wer Sie sind. Das kann ich ja gar nicht bestätigen. Ich habe Ihnen doch gesagt: Mein Name ist Crix. Ich bin der Wärter. Und das qualifiziert ja, dann ihn dann aber. Ne? Also ja. <lacht> <lacht> dann geht's auch los und ähm, dann sind wir auch quasi fast im Intro. Oder wir sind. Im er hat In aber, glaube ich, noch erzählt, dass er auch den äh, den, den, den Gefangenen da eingefroren mit an Bord bringt, auf, in diesem riesen, äh, ja. komischen Eissarg. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das wohl irgendwie falsch verstanden. Ich dachte immer, die Gefangenen werden da immer eingefroren und werden da irgendwo gelagert. Aber dem scheint ja nicht so gewesen zu sein. Die haben sich ja wohl unterhalten. Das habe ich irgendwie falsch mitbekommen am Anfang. Das kann ich sehr ja. gut verstehen. Ich habe. Kurz vor unserer Aufnahme nochmal diese Intro-Szene geguckt, weil ich mir auch überhaupt nicht mehr sicher war, was jetzt eigentlich <laughs> Phase ist. Also äh, ich finde das auch total unklar. Äh, Sardine, du sagtest gerade, die sind da auf einer Kontrollmission. Kann sein. Äh, für mein Gefühl haben die einen Hilferuf bekommen, von dem wir aber auch nichts ja. wissen. Also warum die da jetzt genau sind und was die da eigentlich ursprünglich vorhaben, das steht, glaube ich, nicht im Drehbuch. Wir erfahren ja nur, ich glaube, das habe ich auch im Nachhinein. Äh, Entschuldigung. Ja. Wir erfahren ja nur, im, es gab eine Explosion und dass alle anderen äh, Mitarbeiter tot sind. Ja, irgendein Feuer. Das erzählt im, aber auch der Wärter erst, ne? Ja. ja. Aber Im Nachhinein habe ich das so verstanden, dass das eine Rettungsmission war, aber das gibt ja auch gar keinen Sinn, wenn die da zu zweit hinfahren und, und denen erstmal fragen, was los ist. <laughs> nee, darum finde ich Sabines-Erklärung auch am besten. <laughs> die, die Frage <laughs> ist nur, warum die Sequester-Routine-Mission machen muss. Aber das ist vielleicht so wie bei, bei, bei Star Trek, wo die Enterprise ja auch mal Botschafter durch die Gegend fährt oder ähm, irgendwelche. Kolonien einfach mal nach dem Rechten sieht oder oder wie auch immer. Es kommt, glaube ich, nicht so ganz klar über, was was da eigentlich los ist. Aber egal. Ähm, das war auch, glaube ich, der einzige Inhaftierte, den Sie da hatten, ne? Ja. Das, ja. Er sagt, das andere waren alles Wärter. Ja, also ne, also, sie sagen auch sowas wie, ähm, die haben dieses Gefängnis für eine einzige Person in Betrieb gehalten. Das, 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 darüber wird auf der Sequest gesprochen, so als Frage, ne? haben die wirklich äh, dieses Gefängnis für einen Gefangenen am, in Betrieb gehalten? Dann frage ich mich aber auch, was sind denn da sonst so viele Leute? Aber wir haben ja später haben wir ja auch diese Geschichte äh, mit den Thermoanzügen, die da verkauft werden sollen, an andere. Also irgendwie scheint da ja noch mehr los zu sein, dass es da vielleicht irgendwie noch, noch eine Unterwasserkolonie gibt, die gar nichts mit diesem Gefängnis zu tun hat oder so. Ja, er hat ja, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, genau. Also, also das Gefängnis ist ja, glaube ich, nicht so isoliert, sondern da scheint auch irgendwie was anderes zu sein. Und warum die jetzt da einen da haben und mehrere Werte, keine Ahnung. Egal, Intro. Wunderschön gesprochen von Roy Scheider mal wieder. Ja, und, da möchte ich nochmal ja. euren Podcast etwas ankreiden uh -huh. und mich beschweren über die letzten Folgen. Ja, bitte. <laughs> Ihr habt nie John Deppney erwähnt. Oder ich hab's verpasst. Ja, <laughs> die Titelmusik geschrieben hat, die so großartig ist. Ah, okay. Ich als Soundtrack-Fan habe immer gewartet, oh, wann sprechen die über John Debney Und der hat ja sogar einen Emmy für die Titelmusik von Sequest bekommen. Zu Recht finde ich, weil die ist wirklich großartig. Also ich, ich höre die mir aber sehr gerne an, deswegen wird der, das Intro auch nie geskippt. Er hat sich die Arbeit auch noch geteilt mit zwei anderen, mit Don Davis und Russ Mitchell in den Staffeln. Aber John Detney finde ich schon deswegen toll, der hat auch die Musik zu Cuthroat Island gemacht, einem tollen Piratenfilm und auch die Titelmusik von The Orville. Oh, The Orville, schön. Und darum laden wir uns Gäste ein. <laughs> <laughs> ich habe ich hab wenig Bezug, muss ich gestehen, zu, zu Soundtracks. Das, also ich finde es schön, dass es sie gibt, aber es ist äh, einfach ein Thema, das ich nicht so auf dem Schirm habe. Und äh, cool, dass du das äh, jetzt mal eben reinschmeißen konntest. Ja, seit meinem zwölften Lebensjahr sammle ich Soundtracks. <laughs> Und dann haben wir einen, einen krassen äh, Schnitt. Weil als nächstes sehen wir Krieg äh, auf der Siegfest, wie er irgendwelche Kisten durch die Gegend schiebt und dabei äh, auf Lukas trifft, der natürlich sofort wissen will, was in den Kisten ist. Und er zieht dann äh, Thermounterwäsche heraus, die er an äh, besagte Außenposten äh, weiterverhökern möchte. Und dann entspricht schon eine Diskussion zwischen Lukas und Krieg. Lukas sagt, das kannst du doch nicht machen, das ist doch Wucher. Und Krieg sagt, das ist einfach Business und Angebot und Nachfrage. Und äh, man hat schon ein kleines Foreshadowing, aha, die Thermounterwäsche wird wohl noch eine Rolle spielen im Laufe der Folge. Tada. Tada. Und was ich da seltsam finde, das ist ja wirklich eine kleine Kolonie, was wir eben verstanden haben, dass da so zwei, drei Leute waren, aber er hat 250 Thermounterwäschen, wenn ich das richtig verstanden habe, die er da verhökern will. Der muss da doch, wie du eben auch schon sagtest, irgendwie mehr sein, sonst. Sonst hätte er nicht besonders viel Geld verdienen können da. Ja, vielleicht ist er ja auch nicht direkt mehr, sondern ähm, in größerer Umgebung. Also die Sequest kann er ja auch vielleicht größeres Gebiet abdecken oder so, könnte ich mir vorstellen. Also das wäre so. Und dass er nicht nur da hat, ne? seine Thermoja also, welches Dass welche die jetzt halt gerade einmal rund um die Arktis fahren und, äh, <laughs> und da alle besuchen, die irgendwie da sind. Äh, Wobei ich es schade finde, dass die keine eigene Thermounterwäsche haben. Ah <laughs> ja. <drin. lacht> ja. ja, stimmt. Also das ist, also wir haben ja total viel in den letzten Folgen immer gesehen, auch so außen Ausnahmen. Ich meine, klar, ich kann verstehen, dass sie das jetzt in dem Zusammenhang nicht gemacht haben. Aber das fehlt der Folge auch so ein bisschen, dass dass die da eben nicht mal von Bord gehen und äh, ja, in dem Fall durch die Eiswüste laufen, das, das wäre schon cool gewesen, da hätte man ein viel besseres Gefühl für bekommen, so müssen wir uns da viel viel einfach denken. Ne? Aber es kann eigentlich auch nicht fürs Eisgefängnis gewesen sein, denn da sind sie ja nur mit einem kleinen Shuttle hingefahren, da wäre er mit seinen riesen Containern nie unauffällig hingekommen, das muss ja für irgendwas anderes gewesen sein, sonst er ist schon sehr unglaubwürdig, dass er diese riesen Container unbemerkt durchs Schiff schiebt unter dass er Jemand merkt, dass er da was verkaufen will. Ja, gut. Also das ist ja, glaube ich, letztendlich sein Job, ne? Also er ist ja schon irgendwie zuständig für, für, für Ladung und solche Geschichten. So, genau, aber ja, er sollte soll ja auch so ein bisschen so dieser windige Quark-Charakter, glaube ich, so ein bisschen werden. Das stimmt, ja. Das passt. Wir haben ja dann auch die, die nächste Szene, wo wir Britcher und Westphalen äh, im Labor haben. Und äh, da erfahren wir ja auch, dass die Sequest äh, auf aktuell auf einer Art Forschungsmission ist, um ähm, die Erhöhung des Meeresspiegels äh, zu messen in der Arktis. Und äh, sie untersuchen, wie inwieweit das zur Relation zur globalen Erwärmung steht. Also top aktuelles Thema, auch schon vor 30 Jahren. Ja, ja und äh, ich kann da nur für mich sprechen. Ich, ich war ja Schüler damals und... Ähm das hat mich jetzt auch nicht geschockt, denn das war auch Schulwissen. Aber also das war jetzt nicht irgendwie besonders, äh, geheim damals schon. Aber heute sind wir alle überrascht. Naja. Ganz plötzlich ja. steigt der Meeresspiegel und keiner weiß warum. <laughs> ja, wird Pritscher unterbrochen, er wird zur Andockbucht gerufen. Äh, wo Ford und Hitchcock angedockt haben und auch der Wärter und er das Gerät wird in, auf die Siegfest geschoben und es ist ein T6000 Erhaltungs, es ist eine T6000 <laughs> Erhaltungskammer, ein cryogener Transportbehälter mit einem Gefangenen. Also T6000, da habe ich ja zuerst an Terminator getach, ja. gedacht, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht. Das Ding sieht schon sehr cool aus, aber irgendwie nicht sehr vertrauenswürdig, finde ich. <laughs> nee, aber du sagtest ja gerade am Anfang äh, Chewbacca, ne? Ähm, ich finde so vom Look her ist das schon sehr, sehr cool. Also, sein ähm, Pelzmantel da, ne? Oder sein, ja, nee, dieser, <laughs> überhaupt dieser Pelzmantel, der Tunnel und, und dann dieses Ding, wo die, diese Röhren rauskommen, das er da schiebt. Ich finde das... Äh, das sieht schon gut aus. Das, das, das hat was, so, so ein bisschen was steampunkiges, so ein bisschen äh, was dreckiges und man sieht trotzdem, dass da Technik dran ist. So rein optisch finde ich das richtig gut gemacht und gut gelungen. Also das, das muss ich mal wieder sagen, da haben sie sich nicht lumpen lassen und waren da auch durchaus kreativ. Ja und Kryo-Kammern sind ja auch im, in der Science Fiction-Welt weit verbreitet. Also ich mhm. habe zuletzt äh, Stargate Atlantis geguckt, da kam das vor. Ich glaube, es gibt auch eine Voyager-Folge, wo sie äh, tiefgefrorene äh, Passagiere auftauen, die auch eine Krankheit mhm. hatten, die ja. sich eingefroren hatten, um dass sie dann äh, geheilt wurden. Ja. Und wir erfahren jetzt auch den Gefangenen. Es ist der Biowaffenverbrecher Dr. Rubin Seller. Und er wurde zu lebenslänglicher Haft am Polarkreis verurteilt. Und als der Captain den Namen hört, ist er gar nicht begeistert. Also er will ihn gar nicht an Bord haben. Aber sie können ja jetzt nun nicht zurück, ja? Genau. Und der, 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 hat auch ein paar Qualifikationen, der Seller, die, die werden auch alle in der Folge nochmal wichtig. <laughs> er hat <laughs> nämlich äh, einen Grad in biochemischer Technik, in Nuklearphysik und in Lasertechnologie. Also, ähm, der scheint auch ein ganz cleveres Kerlchen gewesen zu sein und ähm, in, tatsächlich auch äh, so eine Art böses Genie. Also der Name ist jedem bekannt, ähm, da scheint einiges im Argen gelegen zu haben in der Vergangenheit. Auch wenn Sie vieles davon geheim gehalten haben, was man hinterher noch mitkriegt, ist das wohl nicht für jedermann zugängliche Information, aber so ein paar Leute wissen wohl, was der verbrochen hat. Ja und wir erfahren jetzt auch, dass der Kriegs nicht äh, ein gewöhnlicher Wärter ist, sondern Kriminalpsychologe und dass Sella sein Untersuchungsobjekt war. Und er wird dann auch erstmal neu eingekleidet und mit Essen versorgt. Und als nächstes sehen wir dann äh, die Messe und dort sitzen McNeil und ein weiteres Brückenmitglied, Phillips. Und sie sprechen über Dr. Seller und machen sich über ihn lustig, wie er eingefroren war und dass er dazugekommen ist. Und im Hintergrund sehen wir Dr. Westphalen, die auf einmal ganz große Ohren bekommt und dann fragt, was Dr. Seller ist an Bord. Und sie ist ganz erstaunt und läuft sofort los auf das C-Deck, um die äh, Kryokammer zu beobachten, zu untersuchen und um zu sehen, wer da drin liegt. Also merken wir, dass da auch mit Dr. Wesfehlen und der Vergangenheit sein muss mit diesem Dr. Seller. Und bevor ich das vergesse, ja. noch eine kleine Anmerkung zu unserem Gespräch, was wir geführt haben, bevor wir angefangen haben. Da habt ihr nach den Rangabzeichen gefragt, ob die irgendwo zu sehen sind. Ja, genau. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass sie am Kragen verschiedenfarbige Dreiecke haben. Ah. Nicht jeder hat dasselbe Dreieck. Der eine hat ein rotes Dreieck, der eine hat ein blaues Dreieck. Ich gehe mal davon aus, dass das die Rangabzeichen sein sollen. Genau, also wir hatten uns äh, im Vorgespräch hatten wir uns kurz gefragt, ob die eigentlich irgendwelche Pins haben oder Schulterzeichen äh, oder wie auch immer, ja. Ja, das, das wird sein. Müs bist du mal. mal ich weiß jetzt nicht, ob das die Rangabzeichen sind oder nur aus welcher Abteilung kommen, Wissenschaft mhm. oder was auch immer, weil der, der das rote Abzeichen hat, hat auch gleichzeitig einen roten Pulli unter. Ja, wobei die Wissenschaftler Aber ja wiederum das, keine Uniform tragen. Ja, stimmt. Die haben fest, gar keine. Ne? Aber ja, müsste man mal drauf achten. Ähm, wie, wie das da... In Zukunft macht. mal genauer drauf achten, was genau, für Uniform Fall, die haben. Genau. Da, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Vielleicht hat der gute Nils ja auch äh, längst ein Auge drauf gehabt und kann es ein Referat bis zur nächsten oh ja. Folge geben. Uh, wie denn die Rangabzeichen auf der Sequest funktioniert. <laughs> okay. Aber ich habe dich unterbrochen, Sabine. Du hattest ja. gerade erzählt, dass sie also, gleich wenn, runtergelaufen ist, um ja. nachzusehen, ob der auch wirklich da ist. Ja, und Westphalen ist sozusagen jetzt vor der Kryokammer und wir sehen, wie Hitchcock dazukommt. Und sie unterhalten sich über Seller und da erfahren wir auch, dass er mehrere tausend Menschen äh, vergiftet hat. Also er muss wohl Gift. Gas hergestellt haben, entwickelt haben und war auch an den Angriffen beteiligt. Und Hitchcock hat halt in ihrem Überlebenstraining, äh, äh, wurde sie geschult über äh, Seller, aber auch über das Giftgas. Also das scheint äh, ein Teil der Offiziersausbildung zu sein. Und wir sehen dann, wie das, ja, <laughs> wie das fehlen, sehr bedrückt ist und geht. Ja, und als nächstes sehen wir Kriegs auf der Brücke. Er ist nun in, in Sequest-Uniform, komplett eingekleidet, gut gelaunt, weil er sagt: Ja, so ein bisschen eine warme Dusche und was warmes zu essen macht viel aus. Und er sucht jetzt einen Schachpartner. Und Pritscher lehnt ab, er sagt, er, er spielt Poker, er spielt kein Schach. Aber westphalen kommt dazu und sagt: Ja, äh, ich würde gerne die Führung übernehmen und gibt ihnen eine Führung äh, durch das Schiff. Und äh, nebenbei fragt sie, Kriegs über auf, was er so die letzten Jahre über ihn herausgefunden hat, was er gemacht hat. Und dabei erfahren wir auch, dass äh, Kriegs fast das ganze letzte Jahr äh, mit dem Gefangenen allein war und dass nur ab und zu weitere äh, Mitarbeiter in dem Gefängnis waren. Und dabei haben wir das nächste Foreshadowing, weil zufällig laufen sie auch am Raketenkontrollraum vorbei, wo er ja. dann auch fragt, was ist da? Und sie sagt: Ach, hier ist es nur noch der Maschinenraum und dann noch der Raketenkontrollraum, da ist Zutritt verboten ja. und so weiter. Jetzt, jetzt wissen wir auch, dass es den gibt. Ne? <laughs> ja. Ja. Ah, da muss ich hin. Aber ganz kurz, vorher waren sie auf der Brücke, das ist mir das letzte Mal noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Da haben sie eine Weltkugel mit den Meeresstraßen drauf. Mhm. Ist euch das schon mal aufgefallen? Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Nee, ne? Das, 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 sind so richtig, das sind so richtige Straßen auf, ja. so, auf, auf so einer Kugel, die sie da haben. Und, und, und sie zeigen mit dem Finger gerade nach, welche Straße sie wohl am besten nehmen, um dahin zu kommen, wo sie hin wollen. Ich finde sowieso, dass, dass die ganz tolle Anzeigen und Ideen haben und, und solche Sachen. Also, das, da, da ist richtig. Irgendwie Kreativität reingeflossen, das, sowas zu machen. Und, und ich finde diese Kugel auch toll. Ja, wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, gut, dass du es das ansprichst. Ähm, ich ich finde auch diese, diese Halbkugeln, Formen toll, die da, die da überall sind. Das ist wirklich optisch gut. Und das ist auch so gemacht, dass, dass, dass man dann Sinn reinmachen kann. Und, und das sieht auch, auch total nautisch aus, ne? Oder? Ja, diese Kulissen ja, insgesamt da, ja. die sind unglaublich toll. Man, sie sind sehr groß, aber man mm. hat trotzdem immer das Gefühl, das ist ein U-Boot. Ja, und da hat, wurde sich auch um Kleinigkeiten Gedanken gemacht. Ja, also das das ist schon echt äh, wie man hinguckt, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir, wir Ach, haben die ja Gänge, wenn man da durchgeht, dann sind da ja immer die Fenster für die Röhren des Delfins, was nicht nur für den Delfin gut ist, sondern auch für uns, dass wir ständig Wasser um uns haben. Es, es ist überall... Äh, es flimmert überall immer in den Gängen, das Licht, was von dem Wasser kommt, und man hat, hat immer einen Bezug zum Wasser, egal wo man ist auf dem Schiff. Und das finde ich auch unheimlich toll. Das ist total clever, ne? Weil sonst, sonst wäre das alles einfach nur dunkel <laughs> oder halt neonlich. Ne? Und das, das ist echt. Ja, das hätte man sich einfach machen können. Ja. Ja. Und, und so ist das wirklich äh, sehr, sehr atmosphärisch und, und es blubbert. So, ne? wie du schon sagst, es ist, nicht, <laughs> ja, es ist nicht nur das Licht, sondern man sieht es dann auch blubbern und, und das ist wirklich äh, ja schon was Schönes. Man hat ja die Metallen in Gänge, sie sind zwar sehr groß, aber man sieht trotzdem immer noch Rohrleitungen an der Wand und, und auch die Metalltüren, also, dass man eigentlich nie vergisst, dass man auf dem U-Boot ist. Und ja, überall ist nicht... die Absperrschieber und Hähne zum Drehen, die roten und... Ja, das und ist auch, auch nicht Ecke. so clean, ne? So, so halt nicht verkleidet oder so, sondern man, man sieht auch, es ist offen und man kann da ran und da sind Rohre und Kabel und solche Sachen. Das ist echt echt sehr, so, sehr cool. Ich glaube, das haben wir auch schon deswegen gemacht, damit das mehr wie in einem U-Boot aussieht und nicht ja. wie in einem Raumschiff. Genau. Ja, weiter mit der Geschichte. Ich unterbreche immer. <laughs> es wird zwischenmenschlich. Ne? Ja, jetzt kommt die, ja. die erste Szene, mit der ich so meine Probleme hatte, weil äh, Westfalen bietet sich jetzt als, als Schach Gegner an und äh, sie verabreden sich auch gleich in ihr Quartier, also nicht irgendwo in der Messe oder so, sondern gleich bei ihr in ihrem Quartier. Und da habe ich mich gefragt, flirtet sie jetzt mit ihm? Ja. Ja. Was, was ist das jetzt? <laughs> um deine dachte, Frage mal kommt? zu beantworten, ja, da ist äh, schon mal dieses äh, es es soll wohl ein bisschen knistern, ne? auch, auch wenn es nicht ja. nicht so natürlich. Ich war am Anfang immer nicht sicher, ob sie flirtet. Oder ob sie einfach nur mehr über den seller rausfinden will und mehr engeren Kontakt zu ihm sucht, damit er was erzählt über den Gefangenen, weil sie wissen möchte, wie der ist, weil sie ja eine Vergangenheit mit dem hat. Mag ja. sein, das stimmt, ja. Ob sie einfach das bewusst einsetzt, um ihn zu ködern. Also von ja, der Inszenierung fand ich schon eher, dass uns gezeigt werden sollte, dass da jetzt so ein bisschen flirty ist. Ja. Und dann kommen wir wieder ins Unterwasserlabor und da sehen wir eine Laborantin. Äh, wie ist Mit dem gesagt? größten Sandwich der Welt. Oh, ja. ja ein, ein riesen Sandwich. Und dann setzt sie sich da vor die Chemikalien und hat ja. das Sandwich zu essen. Und ich so, nein! Also man muss dazu sagen, ich war acht Jahre an der Universität und habe da auch unterrichtet. Und die erste Regel, die wir immer gesagt haben, bevor das Praktikum begonnen hat, im Labor wird nicht gegessen und nicht getrunken. Ja, die legt das ja zwischen diese ganzen Röhrchen und überall, wo die Chemikalien sind und sowas. Ich, ich weiß, ja. ja, ist besser gewürzt nachher. Ja, geht es denn darum, die Sicherheit der Laborantin? Oder geht es darum, dass die Experimente nicht verseucht werden? <laughs> ja, ja, Sowohl als auch wahrscheinlich. Ne? Du weißt ja nie, was du damit isst. Ja, oh, ja. ja. aber cooles Sandwich auf jeden Fall. Ja, das ist so ein typisches amerikanisches. Für die ist das wahrscheinlich ganz normal, für uns ist das... Die größten Toastbrote, die man hier kaufen kann, sind bei Weitem nicht so groß wie diese Sandwich-Dinger. Ja, aber die sind auch sehr, sehr fluffig. Ich war mal in Amerika unterwegs und hatte hm. dann, war einkaufen, hatte dann auch ihr Sandwichbrot im Kofferraum und habe dann aus Versehen einen Beutel draufgeworfen und danach war das klein und flach. <lacht> <lacht> da war es einmal komprimiert. Ja, und ja, sie entdeckt jetzt auch ja dass äh, der der Kryo behälter leckt also es tropft aus ihm heraus und es tropft auch nicht nur Wasser heraus sondern auch Blut ja also nächste Schockszene ja und auch schöne Szene ähm, also wir sagten das ja gerade schon mit dem mit dem Wasser und was das so ein Lichtspiel macht also da, da war jetzt so ganz viel Schattenspiel und und Geräusche drumherum und ähm, das Tropfen, das man dann gehört hat aus, aus diesem Ding. Und dieses Ding sieht ja sowieso schon toll aus, diese Krü-Kammer. Und äh, fand ich ganz, ganz toll ja. gemacht, ganz tolles Atmosphäre Bild. Atmosphäre macht, macht ja, da viel aus. Ja, macht da ganz viel aus. Und, und auch einfach ganz tolles Bühnenbild sozusagen. Und ähm, ja, wir sehen ja jetzt diese diese Kammer da äh, langsam sich äh, kaputt gehen. Jetzt habe an der Stelle habe ich mich gefragt, wa, warum mach, machen die das überhaupt? Also es gibt da einen Gefangenen, der war ja in dem Gefängnis offensichtlich nicht die ganze Zeit eingefroren, sondern war da einfach Gefangener, wahrscheinlich in einer Zelle oder so. Warum wird er denn jetzt für einen Transport eingefroren? Und nicht, weiß nicht, ins Koma gelegt, fixiert. Warum <laughs> <So, immer. lacht> muss man den einfrieren? Im Grunde hätte der Wärter auch sagen können, es sind alle tot und ich komme jetzt so hier rein. Das kann auch sein, ja. Aber das scheinen ja alle normal zu finden. Ne? Also das, es ja. hinterfragt niemand diese Tatsache, dass sie diesen Zellar, den, den da einfrieren und der jetzt gefroren transportiert werden muss. Das fand ich spannend, weil eigentlich ist das nicht so sinnvoll. Aber auch wenn es nicht sinnvoll ist, sieht es doch so cool aus. Und das Definitiv. ist wohl einer der Hauptgründe. <laughs> die ohne das ganze Ding, wäre das die, die Story und das Natürlich. alles Natürlich. ein bisschen dünn gewesen. <laughs> Selbstverständlich, aber so in der Szene dachte ich so, hm, sieht geil aus, aber eigentlich. Hm, egal. Warum? <laughs> ja. Sie setzt es auch gleich den typischen Anruf ab. Äh, Sie müssen herkommen, es sich anschauen, ja. Das müssen Sie sehen wo ich mich immer frage, Ja, dieses Warum typische... Schreibt dir nicht die Situation, sondern es rennt <laughs> es mal alle in die Gefahr hinein, ja. <laughs> Captain, der taut auf. Ist unbeschreibbar. Ja. <laughs> kann man nicht. <laughs> die haben immer Angst, wenn sie ja. sagen, was los ist, kommt keiner mehr. Die ja, da brauche ich nicht mehr kommen. Ich weiß ja, was los ist. <laughs> ja, aber das gibt Ärger vom Captain, wenn man nicht ordentlich beschrieben hat. Das, das kann ja auch. Ja. Sein. <laughs> Ja, ja, das gibt's ja bei Star Trek auch öfter. Kommen Sie hier runter, Sie müssen sich das ansehen. Ja. Kommen Sie hier rauf, kommen ja. Sie hier hin, ja. gucken Sie sich das an. Ja. Die hat, bei Star Trek haben sie auch nur die Kommunikatoren und keine Möglichkeit irgendwelche Kamerabilder zu machen und solche Sachen. Das ist auch. Nee, das ist leider noch nicht. Da sind sie noch nicht so weit. Das ist keine Technik. Die haben. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt geht's auch äh, ein bisschen rasant, äh, denn äh, jetzt taut der Tote nämlich auf, beziehungsweise der Eingefrorene taut auf und ähm, jetzt bestimmt man die Identität nee, die <lacht> 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 jetzt, jetzt geht's auch los. Ja. Jetzt geht's auch los. man Der äh, Eingefrorene taut auf und man bestimmt dessen Identität und stellt fest, äh, der, der da eingefroren ist, das ist gar nicht Selah. Denn Selah hat sich äh, Fingerspitzen abgeschnitten und das hat dieser Eingefrorene nicht. Tö, tö, tö. <laughs> und es gibt eine Öffnung, im Toten. Stimmt, ja. Okay, und dann wechseln wir in das Quartier von Westphalen und da sehen wir dann das äh, Schachspiel zwischen Sella und Westphalen und Westphalen versucht weiter, ihn auszufragen und Sella backert eigentlich Westphalen an, ja, sucht auch Körperkontakt. Streichelt schon ihre Hand. Ja. Mhm. Und äh, es gibt auch noch eine, eine Diskussion darüber, also Sella versucht Argumente zu finden, dass Sella ja gar nicht so schlimm ist und, äh, aber Westphalen geht da gar nicht drauf ein. Also sie sagt ja, man kann einen kriminellen Psychopathen nicht heilen, ja. Also Doch, es also sie schlägt vor, äh, es, es gibt die Gehirnoperation Okay. Das, das, äh, das ist äh, die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, man muss sie isolieren. Und das finde ich spannend, weil, also zum einen einfach eine Gehirnoperation zu machen, zum anderen die Leute komplett zu isolieren, ist jetzt so nicht meine Vorstellung von der modernen Psychiatrie, auch wenn es um wirklich Stimme Verbrecher geht da da musste ich ein bisschen schlucken ich habe ich habe auch so gedacht und das spielt ja dann auch in der Zukunft habe ich gedacht genau. aber es spielt ja 2018 <laughs> so. also, die haben wir auch schon überholt <laughs> aber der der Umgang ist ja auch noch viel weiter in der Zukunft also gang und gäbe also, wir haben zuletzt Babylon 5 geschaut hm. und da, da gab es auch einen einen Serienmörder und da gab es zwei Möglichkeiten entweder die Todesstrafe hm. oder äh, eine Gedankenauslöschung. Also, dass so der gesamte Charakter, die gesamte Person gelöscht äh, wird im Gehirn und dass dann äh, so eine neue Person entsteht, die nichts von der Vergangenheit weiß und dass diese dann äh, der Menschheit dient. Ja, wenn wir am Battlestar Galactica denken, da wird ja einfach nur kurzer Prozess gemacht, ja. ab in die Luftschleuse und vorbei. Das spart viel Zeit und Geld. Ja, <laughs> Da ist einem noch nichts Besseres eingefallen, auch in der Zukunft nicht. Mhm. Nein. Aber wenn ich so die Brille aufsetze, äh, die wollten mal Star Trek unter Wasser machen, ne? und da wäre das nicht passiert. Ja, und dann sehen wir auch gleich, wie der Schief und Pritscher in das Quartier hereinstürmen und wie sie Sella festnehmen. Und hier erfährt auch, Westphalen zum ersten Mal, dass... Äh, der Wetter, nicht der Wetter ist, sondern Dr. Sella. Und äh, sie ist deutlich geschockt und äh, Pritscher nimmt sie dann auch in den Arm und umarmt sie und sagt, es ist alles gut. Und ich habe auch in, in dieser Folge und auch in der vorherigen Folge schon gesehen, also man deutet uns ja schon an, dass da äh, eine Beziehung aufgebaut werden soll zwischen Pritscher und Westphilen. also hm. In der ersten Szene streichelt er ihr beim Gehen über die Schulter und jetzt dieses in den Arm nehmen und immer besorgt sein. Wie geht's dir und alles? Also, ich habe mit, ja, hab mit meinen Arbeitskollegen nicht so den Körperkontakt. <laughs> Nein. Nee, insbesondere jetzt, wo du es sagst, die kennen sich ja. ja auch noch gar nicht so lange, ne? Ja. Die das sind stimmt, sich, ja, ist, man nö, hat sind, das Gefühl, die kennen sich von früher oder so. Genau. Aber eigentlich sind die ja äh, mit dem Pilotfilm quasi aufeinander getroffen. Gut, haben jetzt ein bisschen was gemeinsam erlebt, aber ja, dafür sind die schon äh, eng. Auf einmal, das stimmt. Doch sehr eng. Deshalb war das umso mehr so, äh, dass es nicht dazu passt, ja, dass sie dann mit diesem Seller so geflottet hatte, wo ich dachte, okay, das andere ist ja schon fast ja. ein Ding. Ja. Hier sind wir noch an der Stelle mal. Nochmal kurz zwei Sachen. Erstmal, die Waffen sehen so ein bisschen aus wie umgebaute Tacker, was ich so als Handwerker sagen kann. <laughs> das sind ja so riesen Klopper, die sehen so, so diese Tacker, mit denen man so Nägel ja. reinschießt. Ja. Sie sehen, vielleicht haben sie sowas benutzt. Und hat einer von euch auch beim ersten Mal gucken gedacht, als der Wärter am Anfang diese Röhre da reingeschoben hat, dass das der Wärter ist? Beim ersten Mal glaube ich ja, aber dann, als er dann so komisch auf der Brücke wurde, dachte ich schon: Oh, der ist aber seltsam. Also <laughs> ja, also ich habe am Anfang habe ich schon gedacht, das ist so und äh, irgendwie taut dann der Böse auf. So, das, das war so mein erster Gedanke. Das geht und, natürlich auch, ja. Und du? Nee, ich dachte, als er unbedingt gesagt, ich bin der und dann nein, das glauben wir nicht und doch ich ja. bin der und als er das immer wiederholte, dachte okay. ich nee, dann ist er garantiert nicht er. Ja. <lacht> <lacht> Recht hast du. <lacht> <lacht> Aber naja. Was ich äh, wirklich äh, gut finde allerdings ist, äh, sie haben es jetzt gemerkt und haben sofort reagiert und das war jetzt nicht irgendwie noch äh, eine komische Verfolgungsjagd oder oder wie auch immer, sondern okay. Ja. Ähm, wir wissen jetzt, er ist Sella, jetzt müssen wir den auch gefangen nehmen und das wird auch getan. Da hat man jetzt nicht groß irgendwie noch groß drum gemacht und inszeniert oder was auch immer. Das fand ich äh, tatsächlich ganz gut und die Festnahme lief ja auch sauber und friedlich und alles in Ordnung. Wir sehen ihn ja dann auch, wie er auf einer Art Stuhl festgeschnallt wurde und äh, von fort befragt wird. Aber Sella lächelt fort einfach nur an und sagt, er, er hat ein Spiel eröffnet, also macht eine Schachmetapher. Ja, und äh, dabei kommt auch raus, dass wir gar nicht so viel über Sella wissen, weil äh, seine Akte ist unter Verschluss. Also die, die Crew kommt gar nicht ran und weiß gar nicht, was er alles getan hat. Und dabei erfahren wir auch noch ein bisschen Hintergrundwissen zu unserem Serienuniversum. So waren 2010 mehrere Kriege auf der Welt zu Ende. Und in den Kriegen wurden auch Biowaffen eingesetzt von mehreren Staaten, die Seller entwickelt hat. Und als die Kriege dann zu Ende waren, war halt Seller eine Person, mit der man nichts mehr zu tun haben wollte. Aber man konnte anscheinend auch keinen öffentlichen Prozess machen, weil sonst zu viel Dreck von den verschiedenen Staaten, denke ich, an die Öffentlichkeit gekommen wurde. Also hat man sich dafür entschieden, ihn einfach Einzusperren, auf Eis zu legen, sprichwörtlich. Hm. Und äh, seine ganzen Unterlagen wurden alle unter Verschluss äh, gesetzt. Ja, ich fand so diese, das Verhör, das Wort damit mit ihm durchführt, schon krass. Du hast ja gehört, die haben ihn da auf dem Stuhl irgendwie festgesetzt. Das war von der Szenerie her, ähm, ja. Ähm, tatsächlich. Die sind nicht zipperlich mit ihm umgegangen. Nee, das, war, das wird <laughs> ja nachher noch krasser. Aber erstmal. Ähm, das ist, das ist ja auch irgendwie so eine Zelle und er sitzt da auf einem Stuhl. Ähm, es ist relativ dunkel, spärliches Licht. Dann, dann gibt es am Ende noch so einen so Shot äh, wie bei wie Hannibal Lecter. Ne? Die, die verlassen den Raum und fi filmen so äh, durch die Tür nochmal auf ihn drauf und er sitzt da gefesselt auf diesem Stuhl und dann wird die Tür zugemacht. Ähm, fand ich cool gefilmt, aber so ähm, schon schwierig, dass die das auch dürfen. Also <laughs> die sind ja jetzt nicht die Polizei. Ähm, er hat ja jetzt auch, also ich, es ist ja so, dass wenn wenn du, äh, zumindest in Deutschland ist das so, wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, dann, dann ist das keine zusätzliche Straftat, ähm, die dir irgendwie angekreidet werden kann, weil, weil man sagt, Gut, der ist zwar zu Recht im Knast, aber ein Mensch hat einen Freiheitsdrang und können wir daraus jetzt nichts stricken. Jetzt kann man ihm natürlich nachher den Mord an diesem äh, an diesem ähm, eigentlichen Werter und so Anlasten und solche Sachen, aber es ist es ja, meines vielleicht Erachtens vielleicht sogar an den anderen? Ja, natürlich. Aber es ist meines Erachtens jetzt nicht Aufgabe des Militärs, irgendwie zu ermitteln oder so. Die müssen wir jetzt vielleicht irgendwie von A nach B bringen, aber ja. aber bestimmt nicht verhören oder irgendwo festfesseln oder so, sondern der muss halt irgendwie. Aber wie du schon sagst, das sieht schon ja. sehr cool aus, der Raum. Ja, das, ist, total. das Licht scheint also, durch die Decke und man ja. sieht auf dem Boden überall so kleine Lichter wie durch Lochmasken und wenn er da sitzt, hinter ihm ist so leicht rötliches Licht auch noch. Mm. Sieht so ein bisschen aus wie ein Borgwürfel. Ja. Und das sieht schon sehr äh, ja, cool gefilmt aus, ja. Und ich hatte irgendwie das so, 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 so ein bisschen die Vibes, dass das so eine Mischung aus Hannibal Lecter und Khan ist. <laughs> ich finde das Spiel denn auch gut. Also, äh, oh ja. Der, der ist halt der hat dieser verrückte Bösewicht, wie man, wie man ihn auch sehen will. Ne? Wenn ich so eine Serie sehe, dann will ich, dass der genauso ist. Und ähm, das finde ich super. Ich finde, ich find nur die gehen einen ticken zu weit äh, an Bord mit ihren Kompetenzen und äh, was sie so tun und was nicht. Das das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Dann gab es eigentlich das schweigende Lämmer, ist der älter bestimmt, ne? Ja, oder? Ja. Also nicht viel älter, ja, bestimmt. Aber ich. müsste so 91. Ja, ja, so die erkennen. Drei Jahre vorher, also es war gerade. Ja. Dann ist das wahrscheinlich so ein Zitat. <laughs> Ja, und dann gehen wir schon in die nächste Szene und dann sehen wir Lukas, wie er Computer spielt und das sah irgendwie sehr Prince of Persia-mäßig aus, weil er irgendwie mit einem Schwert auf äh, ein, ein Skelett einhaut. Und aus so. heutiger Sicht aber sehr primitives Computerspiel. Ja. Er hat da ja so riesen Mechanismen an, an seiner Hand gebastelt mit tausend Kabeln, nur damit er im Monitor so ein Schwert sieht, was sich an so einem Skelett so leicht bewegt. Da lachen natürlich die Kinder oder auch alle anderen heute drüber, aber bestimmt hat man damals, als man das gesehen hat, cool will ich auch haben. Ja, die Grafik finde ich passt total in in die Zeit, also in die 90er. und dieser äh, dieser ja Handschuh oder so, das, das war damals sogar futuristisch, ne? Also. Sieht wahrscheinlich hat er sich das selbst gebaut. Ja, ne? ja. Und was ich auch witzig finde, es man sieht, dass er äh, da wohnt, denn es türmen sich alte Chips, Tüten, hm. Dosen mit Getränken und naja, halt so ein äh, Teenie, mehr oder weniger, wie das quasi in dem Kinderzimmer am Computer aussehen soll. Hm. Finde ich auch schön, dass er die Freiheit Ge hat, tatsächlich. Also ja. äh, Irgendwo muss es dann äh, ein Kiosk geben auf dem Schiff. Ja. Ja. Oder, oder Creek, oder wie, wie auch immer. Aber ich, ja, Wesley hätte man das nicht zugestanden, in der Form. Nee, der es auch nicht gemacht. Stimmt. <lacht> 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 auch was dran, ja. Nee, aber das, das, ist halt, also wird ja immer gesagt, ne, das ist der Wesley von Sequest, aber das stimmt nicht. Das ist schon ein anderer. Nee, typ der ist so ein bisschen der. realistischer, wie sich so ein Jugendlicher ja. verhält, finde ja, genau. ich. Trotz Wunderkind. Vibes. Ja. Und und Pritscher kommt ja auch zu Lukas und sagt dann: nur, äh, Haben wir nicht drüber gesprochen, dass du dich hier nicht in die die Bordcomputer einklicken sollst, um deine Spiele zu spielen, ja? Und äh, er will dann schon schon ausholen, um sich zu verteidigen. Und aber er sagt: äh, Nein, äh, ganz ruhig. Du kommst jetzt hier keinen Anschiss, sondern äh, du sollst was für mich tun. Ähm, äh, ruf bitte die Akte von Seller auf. Und das versucht er auch. Und wir erfahren dann: Oh, die ist unter Verschluss. Und deshalb sagt Bridger, ja, deshalb komme ich zu dir. Und dann fängt <laughs> Lukas an mit Hacken und jede Tasteneingabe hat ein lustiges Computerspielgeräusch, was da unterlegt ist. Also, und wir sehen auch, dass er nicht gleich durchkommt, sondern er verschiedene Befehle probiert und, und scheitert und sagt, ja, ich brauche ein bisschen. Weil sonst hat man ja immer diese Hacker sehen, es wird dreimal getippt, viermal Enter gedrückt und dann äh, ist man schon im System drin. Ja, wahrscheinlich hat er 1, 2, 3, 4, 5 Passwort und <laughs> und äh, ja <laughs> und 0 getippt. <laughs> Geht alles nicht. <laughs> Aber schön auch hier, ähm, die haben sich da Display, Display-Sequenzen für ausgedacht und solche Sachen. Das, äh, das, das hat mir so grundsätzlich wieder gut gefallen. Also das war, äh, war schon wieder sehr durchdacht, so rein optisch. Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Ja, alles um ihn rum ist auch irgendwie äh, dann... Es ist kein leerer Raum. Das ist ja. das ist alles. Es ist, es ist überall irgendwas. Man könnte eigentlich ständig äh, während der Szene sich alles angucken, weil da so unheimlich viel zu sehen ist. Ja, und jetzt äh, wird es äh, dramatisch. Wir haben einen Schnitt und wir finden jetzt einen verletzten und offensichtlich äh, infizierten, kranken Seemann. Der Dichter und wird entdeckt. Ja. Jetzt kommt auch Pritscher das erste Mal auf die Idee und lässt die Besatzung durchzählen, ob noch alle da sind. Und es wird festgestellt, dass ein Mann fehlt, ja. Ja, und das wird Bridger auch gesagt, das haben wir schon getan, Captain. Und ein Mann fehlt. <lacht> 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 und äh, das, das fand ich irgendwie äh, lustig, weil. Muss man da nicht Meldungen machen, wenn ein Mann fehlt auf einem U-Boot? Er ja, kann ja nirgendwo hin, ja. <laughs> ja, eben. <laughs> ich frage mich sowieso, wie sie die durchzählen. <laughs> ja, du kannst ja wahrscheinlich irgendwie so sagen, ja, irgendeine Meldekette anwerfen. Auf. Ja, da wird es wohl irgendwie eine Durchsage geben, jeder muss sich einmal melden und dann. Ja, genau. Das kann dann nicht so schwer sein. <laughs> ja, und jetzt geht es zurück äh, in. In die Zelle, in der Sela sitzt, und der sitzt immer noch da gefesselt im Stuhl. Und äh, jetzt wird er noch mal von Bridger richtig in die Mangel genommen. Und am Ende äh, wird er zu Boden auf das Gitter geschmissen. Ähm, das ist schon, das ist schon richtig krass. Also, das ist, äh, das ist Folter. Jedenfalls äh, geht es halt darum: hey, Sela, ähm, was hast du getan? Wir haben hier einen Infizierten gefunden. Ähm, du musst doch was damit zu tun haben. Ja, das ist Britscher so ein bisschen out of character, finde ich. So. Ja, Wahrscheinlich ne? ist er so provoziert und, und er ist so, dass er ein bisschen selbst die Kontrolle über sich verloren hat, weil eigentlich ist er ja eher nicht so. Ja, es ist, ist glaube ich, er ist ja sehr beschützend immer seiner Crew gegenüber, weil er jetzt seine mhm. Crew in Gefahr sieht. Und äh, seller sagt ja dann auch, er hat eine Zeitbombe auf dem Schiff deponiert in Form eines tödlichen Toxins, was er an Bord versteckt hat und damit erpresst er jetzt auch äh, Pritscher, dass er freigelassen wird. Und da äh, kommt nun dabei raus, dass äh, in dem Wächter das Toxin äh, auf die Sequest geschmuggelt wurde. Also in der Öffnung, die wir im Echter gefunden haben, hat er sein Toxin versteckt gehabt. Und äh, Wir erfahren auch in, in der englischsprachigen Version, äh, als der Arzt den Patienten untersucht, dass er an einer Pilzinfektion landet, also es fällt das Wort Fungus. Und wir erfahren ja auch später, dass es ein Pilz ist und hier spricht man immer von Toxin und das geht in Richtung Virus ja. und sehr gefährlich. Also da war die die deutsche Übersetzung oh, dramatischer als es im Englischen. Ja. <laughs> Aber jetzt habe ich auch noch was verstanden aus der Geschichte. Ich habe mich vorhin immer gefragt, warum diese äh, Kryokammer ausgefallen ist. Aber die ist ja nicht ausgefallen. Die hat er ja ausgeschaltet, um das Toxin da aus dem Wärter zu holen. Ah, ja. <laughs> das ist hab Ich habe immer überlegt, ja. Warum, ja. warum ist sie überhaupt kaputt? <laughs> ja, ja, ja. ja. Ich hat die, den ist dran. Tiefkühlschrank nicht richtig zugemacht wieder und dann ist er abgetaucht. <lacht> <lacht> also ich fand ja faszinierend, dass in dem Gefängnis der Gefangene offensichtlich irgendwie, also selbst wenn da ein bisschen Katastrophe passiert ist oder so, aber er hatte ja Zugriff auf dieses Infektionsding. Das vielleicht, sich da vielleicht hat er sich so kultiviert. Das muss ja noch ein bisschen warm und ein bisschen feucht sein und dann wächst ja alles mögliche, ja. Also warm ist in dieser Folge nichts. <laughs> ja. ja, wer weiß, wie lange er die Leute in dem Gefängnis schon überwältigt hat und da freien Lauf hat, irgendwas zu machen. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem sollte ja sowas da nicht gelagert sein, eigentlich im Gefängnis. Naja. Egal. Und wir kommen dann jetzt in äh, einer nächsten Szene, da ist es dann der Schief äh, und Pritscher sind unterwegs mit Seller und Seller schafft es dann Britsche und den Schief einzusperren in einer Art äh, Laser Und das ist seine, seine zweite Qualifikation, ne? Der ist ja, ja auch Laserforscher, ja, das, ja ne? das, das haben wir ja vorher <laughs> vorher kennengelernt, darum darum kann er Laser anstellen wir haben ja vorher auch gefahren, dass äh, verschiedene Ausrüstungsgegenstände auch fehlen. Also fehlt nicht nur ein Mann, sondern es fehlt auch Technik und mit dieser Technik hat er anscheinend dann dieses ja, laser Laser-Archiv genau, ja. gebaut. Er war sehr fleißig in der Zeit, in denen sie nicht als er unbeachtet war. <laughs> ja, jedenfalls... Das war ja gar nicht so lang die Zeit, also dann war auch so nee, Jedenfalls äh, Bridger und der Chief äh, sind jetzt quasi eingesperrt, aber äh, zum Glück sind sie nah an einem Wasserbassin eingesperrt und jetzt kommt Darwin. Der Delfin kommt zur Rettung. Äh, und zwar äh, spritzt er da jetzt dann mit Wasser raus aus dem Bassin und äh, verursacht damit einen Kurzschluss. Und das macht die Laserstrahlen wieder aus. Und da sieht man mal wieder, was für eine tolle Animation dieser Delfin einfach ist. Mir hat das wieder richtig gut gefallen. Muss ich sagen. Also, <laughs> es macht großen Spaß, sich das anzugucken. Und ja, da hatte Darwin jetzt auch seinen einzigen Auftritt in der Folge, ne? Oder irre ich mich? er kommt später aber noch mal kurz. Aber ja. eine wichtige. Ja, er kommt später noch mal kurz, aber das war jetzt hier so sein, sein Ding, ne? Und er rettet wieder Pritscher, ja. Genau. Das hatten wir ja auch schon ja, mal. Richtig. Und äh, als sie sich dann befreien, entdecken sie auch den verschwundenen äh, Mann, vom, der dann im, im Wasser liegen, sehr krank äh, gefunden wird. Und es beginnt eine ganz große Suchaktion. Die äh, Matrosen rennen durch die Gänge über verschiedene Decks und es wird äh, Seller gesucht. Und, und Pritscher ist es auch sehr genervt. Er sagt, ja, findet ihn. Lebendig wäre mir lieber, aber geht kein Risiko ein. Also. Er sagt, setzt ihn fest, dass nicht noch mehr äh, Unheil hier passiert. Und dann kommt es zu einer großen Besprechung, wo auch äh, Wesfeln dabei ist, wo sie halt diskutieren, was könnte es für ein Toxin sein, wie kann es sich ausbreiten, wie äh, sind unsere äh, Möglichkeiten jetzt hier damit umzugehen oder was sind unsere Gegenmaßnahmen, die wir treffen können. Ja, und die haben wir auch wieder. Eine Besonderheit, weil Pritscher und das Fehlen duzen sich, ja. Also sonst war es ja immer in den 90er Jahresserien so, dass sich auch äh, Paare noch gesitzt haben, ja, hatten sich geküsst, aber sitzen sich dann immer noch. Aber diese beiden sind halt wirklich hier schon auf du. Er sagt auch äh, Christine. Und Tja. Die auch noch mal die Beziehung unterstreicht ja und äh, pritscher macht jetzt auch den vorschlag, dass sie die Sequest abkühlen wollen, weil wenn es kühl ist, kann sich der, der pilz äh, nicht, nicht ausbreiten. und deshalb soll krieg jetzt dann auch die thermounterwäsche rausrücken und an alle <lacht> <lacht> parteien, so dass wir auch sehen, aha, pritscher wusste bescheid, dass er da irgendwie heimlich irgendwas drehen möchte. da. <laughs> er hat ja seinen informanten. <laughs> ja. Ja, jetzt gibt's noch. Er äh, versucht noch zu verhandeln, da irgendwie noch Profit rauszuschlagen oder ja. in irgendeiner Weise da noch äh, seine Verluste gering zu halten, aber da lässt Britscher überhaupt nicht mit sich reden, da er das überhaupt nicht gut findet, was er da gemacht hat. Auch wenn es jetzt hilft. Und jetzt gibt es äh, quasi nochmal Krisengespräch. Äh. Ford und Bridger zusammen planen, machen jetzt so ein Worst-Case-Szenario auf. Was passiert, wenn wirklich jetzt hier alles freigesetzt wird von dem Toxin bzw. von dem Pilz? Was machen wir dann? Und dann beschließen sie natürlich, wir müssen das Boot notfalls im Tiefseegraben versenken und mit Felsen vergraben. Ähm, also, jetzt wird noch mal richtig aufgemacht. Ähm, es ist ganz dramatisch und äh, alle drohen zu sterben. Sie planen das mit einer Papierkarte. Das fand ich ganz spannend. Frank, du sagtest ja eben hier äh, schöne, schöne Kugel, auf der man dann ganz futuristisch was machen kann. Hier ja. machen, machen sie es richtig klassisch. <laughs> wie, wie? Ja, Die Kugel ist wahrscheinlich zu grob. Ja. Das, ist, das ist ja die ganze Weltkugel da drauf und die Karte ist wahrscheinlich etwas detailreicher, wo denn halt die tiefsten Stellen in irgendwelchen Gräben zu finden sind. Fand ich aber schön. Also das hat mich so auch so an so äh, alte U-Boot-Filme tatsächlich erinnert oder so so Piratenfilme sogar ne oder die Karte auf dem Tisch ja. liegt und dann und dann muss man da muss man da drauf gucken und so dass das, das, das finde ich richtig gut ja das ist viel schöner als wenn Sie da auf irgendeinen Monitor genau. getippt hätten ja können Sie auch das besser, besser spielen auch. Ne? Das ist ich weiß nicht ob das logisch ist oder nicht aber ich finde es trotzdem mhm. so auch äh, schöner und jetzt geht er wieder zu Lukas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau. Ja, vor, vorher haben wir noch äh, Dr. Was Fehlen, die in der Tür stand und äh, gelauscht hat. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Und, und sie, sie warnt ihn ja auch Neben. Er ist ein Schachspieler. Er hat die Partie genau berechnet, weil er gesagt ich spiele ein Spiel. Und Britta sagt dann: Nein, das denke ich nicht. Ich bin hier einem Zug voraus. Also sehen wir, dass er schon irgendeinen Plan in der Hinterhand hat, aber wir wissen noch nicht welchen, außer dass er das Schiff versenken möchte. Und dann sind sie äh, bei Lukas. Der hat dann mit um Hacker Techno bubble was er erklärt, die Akte ähm, gefunden. Also sie ist fast vollständig gelöscht und es gibt nur noch einen Film von einer UN-Verhandlung, von der bei der von einem Anfall, äh, Anschlag und, oder Unfall auf einer von einer Insel berichtet wird. Und das Expeditionsteam war unter der Leitung von Dr. James R. Westphalen. Und hier war mein erster Gedanke, ist das der der Mann von äh, Christine best. Ja. Genau. Ja. Ich habe gedacht, an ihren Vater. Okay. <laughs> das ist lustig, dass du das sagst, Sabine, weil ich habe in unseren Sendungsnotizen habe ich an der Stelle auch geschrieben, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, ähm, ah ihr Mann. Und dann habe ich das nachher wieder gelöscht. <laughs> also war es auch genau mein Gedanke. Bestimmt ja. ihr verstorbener Mann, ja. Dass sie deshalb noch da eine, eine viel stärkere Agenda hat und auch ja. mehr wissen wollte, ja. Und wir sehen auch, es wird kälter an Bord, ja, weil alle haben jetzt äh, dicke Winterjacken an. Tolle Jacken, ich will die Jacken. Also die fand ich. Das habe hab ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Die will ich auch haben. Die sahen <laughs> richtig cool aus. Das steht hier. Jacke will ich haben. Ja, sehr schön. <laughs> Und dann äh, sehen wir, wie, wie Blut in den ähm, Fenstern vor, vorbeischwimmt, wabert. Und das sind ja die Fenster, durch die Darwin immer schwimmt. Und Lukas äh, ist sofort äh, auf 180 und er denkt, äh, Darwin wurde verletzt, er wurde getötet und er will sofort los Darwin suchen. Und aber äh, Pritscher schreitet ein und sagt, äh, nein, du gehst jetzt auf die Brücke und bleibst dort, bis alles vorbei ist. Hier ist ein sehr böser Mann, sagt er, mhm. unterwegs, ja, und äh, hier sieht man auch wieder, dass er die, die Vaterrolle wieder übernimmt und ihn beschützen möchte. Das, das fand ich wieder gut. Aber Pritscher geht jetzt los und sucht Darwin. Also geht in, in zum nächsten Becken und klopft und macht sein Rufzeichen, dass er kommt. Und dann erfahren wir auch, dass das nur ein Mittel zum Zweck war, was Sella wollte, den Captain anlocken. Ihn und fort und sie gehen dann zusammen, zwingt er sie, in den Raketenkontrollraum zu gehen, den wir schon gesehen haben. Und hier habe ich mich gefragt: im, Im Pilotfilm hatten wir ja noch das Abschussterminal hm. äh, auf der Brücke, und jetzt haben wir hier einen extra Raum dafür, ja? Ja, in dem kann man auch. Das ist die Kampf. Das ist die Kampfbrücke. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, aber wir hatten ja im Pilotfilm, glaube ich, nicht vor atomare Sprengköpfe abzuschießen, oder? Ja doch, da das könnte doch da das losschießen und den Krieg äh, anspannen und Ford klar. ist doch eingestritten. <laughs> ja, okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Raketenkontrollraum und äh, Ford und Fritscher werden weiter erpresst mit der Freisetzung des äh, Toxins. Und jetzt erfahren wir auch über den Bösewicht-Monolog äh, die richtige Agenda von Seller, <laughs> weil ihm gefällt das nicht, dass jetzt Weltfrieden ist und er will diese Weltfrieden-Epoche beenden indem er jetzt halt Raketen auf das OEO-Hauptquartier schießen möchte, um dann einen neuen Krieg auszulösen, so sodass er dann wieder gefragt ist und nicht mehr eingesperrt. Wird. Tja, und er hat dabei auch immer noch diese Fiole in der Hand mit dem Gift, was er halt freisetzen will, wenn sie ihm nicht gehört, nicht das tun, was er möchte. Und äh, hier habe ich mich gefragt, ob Ford eingeweiht ist ja weil er er macht ja mit sie stecken ja beide ihren Schlüssel in das Terminal, weil sie müssen ja gleichzeitig umdrehen, weil im Pilotfilm hat er sich ja noch geweigert, das ab äh, den Schlüssel umzudrehen und hier macht das ja. aber wer auf jeden Fall nicht eingeweiht ist ist, ist Hitchcock auf der Brücke, weil sie verfällt jetzt gleich in in pure Panik will die Marschflugführer, Flugkörper deaktivieren lassen und Lukas versucht auch noch da reinzuhacken, aber sie haben äh, keinen Erfolg, ja. Nee, aber so äh, wir wundern uns, dass es diesen Raketenabschusskontrollraum gibt. Äh, ich finde den ganz toll. Der, das ist auch wieder so ein Ding, das ist ein geiles Set. Da, da blinkt überall, die haben dieses große Display da hinten, auf dem passieren die ganze Zeit Sachen, also da haben sie sich auch viele Sequenzen ausgedacht, diese, diese einblenden können. Diese, also Ford und Bridger müssen zusammen ja so einen Schlüssel umdrehen, so wie man das so klassisch kennt, ne, damit, damit beide sozusagen mit ihrem Schlüssel die Bestätigung geben und auf diesen Schlüssel sind Fotos drauf. <laughs> ich möchte auch so ein Schlüssel ja. für die Wohnungstür. Also nicht mit dem Foto von mir, aber mit dem Foto von Roy Scheider. <laughs> ja, stimmt. Ganz Jeder hat die, das Foto von sich aus dem Schlüssel. Ich finde das super. Also das ist wirklich ein ganz tolles Detail wieder. Es ist natürlich sehr komplex, diese Raketen abzuschießen. Ich bin mal gespannt ob in zukünftigen Folgen, wenn man mal so eine Rakete abschießen muss, da auch wieder so ein Aufwand drum getrieben wird oder ob das dann vielleicht schneller geht. Ich glaube, ja da geben sie einfach den Befehl und einer drückt auf den Knopf, aber. Vielleicht weiß <laughs> ja sehen. nukleare Sprengsätze sind. Das ja, sieht man ja oft in so Militärfilmen, wenn es äh, um Atomraketen geht, dass man ja dann diese mit diesen Doppelschlüssel drehen und mit Code, dass es da noch extra Kontrollsysteme gibt, dass nicht jeder einfach so einfach Nuklearspengkopf jetzt losschießen kann. Ja, Und es soll ja eigentlich nur noch ein Forschungsschiff sein. Warum haben Sie die Dinger überhaupt an Bord? Ja, es ist jetzt ja nur ein Forschungsschiff. Zur Hälfte abgerüstet. Also, hatten Zuhälfte, noch, ja, die hatten vorher noch mehr. Die hatten vorher drei komplett. Raketenkontrollräume. <lacht> jetzt <lacht> <sahen> <lacht> sie nur noch einen <laughs> Aber die Raketen. Ja, stimmt, das war ja nicht komplett. Ja. Genau, die Raketen sind jetzt scharf, äh, werden ausgelöst und fliegen los und fliegen natürlich Richtung Pearl Harbor. Denn äh, wenn man äh, den Amerikanern Angst machen will, dann reift man Pearl Harbor an. Das äh, hat natürlich eine große symbolische Wirkung auch auf Zuschauer. Und der Captain verlangt jetzt das Toxin als Gegenleistung. Ähm, Sela lehnt aber ab. Und zwar deckt er jetzt auf, haha, das Toxin ist gar kein schlimmes Toxin, sondern es ist nur ein Hautausschlag auslösender Pilz. Da frage ich mich ja jetzt, was ist denn jetzt mit diesem Seemann da passiert? Der hatte ja jetzt ja, das sah einen so Hautausschlag. Ne? Na ja, er war allergisch dagegen. Noch starkes Fieber und ja, ja. vielleicht eine, eine hohe Dosis bekommen, dass er da eine schwere Reaktion hatte Richtung septischen Schock? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen. Melvin Bridger ist zwar vielleicht kein guter Schachspieler, aber ein guter Pokerspieler. Denn er hat im Vorhinein schon die Raketen manipuliert, deaktiviert und gezielt abstürzen lassen. Wow. Ja, das fand ich großartig, den Plan. Man fragt sich immer, wie sie, dass sie in letzter Sekunde irgendwie noch die Selbstzerstörung der Raketen oder irgend sowas. Aber so war es natürlich sehr viel besser und der Captain steht natürlich sehr viel besser da, als wenn er nachträglich versucht, das irgendwie zu verhindern. Wahrscheinlich hätte er sie dann auch gar nicht gestartet. Was ich sehr gut finde: Sie schicken ja auch Teams los. Sie haben ja schon Teams informiert, ja. die jetzt auch losfahren, um die Raketen zu bergen. Also die bleiben nicht einfach da auf dem Meeresboden Liegen, sodass sie dann der nächste Bösewicht sich wie bei James Bond holen kann, ja, mhm. sondern äh, sie, samm <laughs> sie sammeln es auch wieder ein. Das stimmt, ja, die Räuber auch. Das ist richtig. Aber... Ja. Ja, Atombomben sollte man nicht einfach so rumliegen lassen. <laughs> so, und dann denken wir, es ist vorbei, aber nein, Dr. Westphalen kommt mit einer Waffe und stellt Seller zur Rede und will ihn töten. Und da äh, stellt sie ihn auch zur Rede und sagt, ja, und sie waren damals verantwortlich für den Tod von Dr. James Westphalen. Und Sella sagt, ich habe so viele Leute getötet, ich kann mich nicht an jeden einzelnen erinnern. Und das macht sie nur noch mehr wütender und will ihn erschießen. Und Richard sagt, nein, mach's nicht. Und sie sagt dann, nein, ich werde ihn nicht erschießen und hat dann ein Reagenzglas mit einer braunen Flüssigkeit. Und sagt dann, er soll genau die Schmerzen fühlen, die seine Opfer gefühlt haben, und äh, bewirft ihn mit einer Flüssigkeit. Und und Sella denkt, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss er sterben. ja und Aber es passiert nichts und sie hat praktisch äh, nur mit der psychologischen Kriegsführung ihn äh, bestraft und wirft ihn einfach noch einen Schachmatt dann gegen den Kopf. So, also habt ihr ja, gedacht, dass sie, dass sie jetzt wirklich schießt? Dass sie ihn töten will? Nee. Ja? Also ich habe ich hab gedacht, dass sie es will, ja. Hm. Aber ich hab, mir war klar, dass, dass sie nicht Rotten wird. Das äh, ja. wird nicht passen. Nee. Dass sie nicht schießt, ja, aber bei dem Gift war ich mir nicht ganz so sicher. Weil ich hätte sie dann auch gesagt, haha, es macht nur Ausschlag. <laughs> ja, hat sie ja auch. Das, das, das hätte ich, das hätte ich dann schon noch gemacht. Irgendwas, was jährlich ja. stinkt ja mehrere ja, genau. Tage oder wo man einen, einen großen Juckreiz bekommt, ja. Von, von Eis. Ja, das wäre natürlich noch besser gewesen. Ja. <laughs> ja. Okay. Und jetzt wird er gefangen genommen und er wird wieder eingefroren. Also. Ja. Ja, aber sie, wo sie ihn dann hinbringen, das finde ich ja schon eher witzig dann. <laughs> ja, er soll in die Sahara verlegt werden. Ja, Eis hat nicht geklappt jetzt. <laughs> aber aber tiefgefroren. Immer die Früher, ja? ja. Ja, das ja. kostet noch mehr Energie. <laughs> also ich glaube ja wirklich, dieses Tieffrieren ist ist nur Transportmittel. Das ist nicht nicht okay. die, die ja, Gefangnahmen an sich, sondern Gefangene werden halt tiefgefroren weil es geht und dann weil's geht. transportiert und dann in irgendwelchen extremen Wettergebieten äh, eingesperrt genau. <laughs> ja jetzt Vielleicht soll äh, Sie, in am der Sahara ist es so heiß dass er dann keine Kulturen mehr züchten kann Sandflöhe. ja ist das so? Ja, wachsen glauben. die denn nicht eher noch? Ich kenne mich ja. ja nicht aus damit. <laughs> Na, kommt drauf an, aber so bei 40, 50 Grad, das sind dann schon so extremophile, die dann da gut wachsen. Weil die meisten brauchen es doch schon eher so kuschliche 30, 35 Grad. <laughs> ja, das passt doch. <laughs> ja. Gut. So, jetzt gibt's noch äh, ein wenig Moral für für Lukas und Creek. Krieg. Äh, Krieg soll die Thermokleidung, die die er ja fieserweise verkaufen wollte, ähm, jetzt einfach so an die Bevölkerung verteilen. Also es scheint da wirklich irgendwie noch Menschen zu geben, die da wieder da rumspringen in der Arktis. Und weil Lukas gepetzt hat, muss er Creek dabei helfen. Also er lernt jetzt auch noch, nein, petzen ist nicht gut. Obwohl es eigentlich einen Arsch gerettet hat, aber egal. <laughs> Westfalen. Ja, darum ging ja nicht. Nee, darum darum ging nicht, genau. <laughs> Westfalen beobachtet jetzt noch den Abtransport des Kryo-Behälters, geht also nochmal richtig sicher, dass, dass das Ganze da entsprechend äh, jetzt ein Ende hat mit Sella. Wir erfahren jetzt noch, es war gar nicht der Ehemann, sondern der Bruder, äh, der, also ihr Bruder, der da getötet werden sollte und dann wird sie nochmal gefragt, ob sie wirklich vorhat, ihn umzubringen. Was ich nicht verstehe, weil offensichtlich, also sie stand da mit Gift, also was, was hätte sie sonst eigentlich machen wollen, so von ihrer Motivation her. Und das sagt jetzt auch nochmal, sie wollte ihn vielleicht doch tatsächlich umbringen. Ja, aber es war ja kein Gift. <laughs> ja. Sie wollte ihn ja nur einen Schreck einjagen, genau wie er das bei anderen getan hat. Oder, obwohl er das ja nicht nur als Schreck getan hat, sondern richtig, ja. Ja. Nun, wir haben dann auch die DN-Szene wieder zwischen Pritchard und Westphalen. Er will jetzt mit ihr Schach spielen als Ausgleich und sie sagt, äh, das Spiel hat seinen Reiz verloren. Also sie möchte nicht mehr spielen und fragt ihn dann auch, äh, ob Poker denn schwierig ist, es zu lernen. <laughs> so will er ihr dann Poker beibringt. <laughs> und um die beiden gehen dann Richtung Messe oder Richtung sein Quartier. Und dann sind wir auch schon wieder am Abspann und da sehen wir Bob Bellard und der erklärt uns diesmal, dass U-Boote geflutet werden müssen, damit sie tauchen können. Und die Folge ist vorbei. Ja. ja, es gab nicht so viel Science in dieser Folge, wo er hätte drüber sprechen können. Ja, stimmt. Ja, wobei, äh, ja gut, also Gifte, Toxine, Pilze, man das ist ja schon eigentlich äh, nicht so Fiction, Das ist ja auch ein Science-Thema. Ja, es das ist, das ist kein marines weiß, Thema. Ich mein, das, so, fast ne? das, das ist natürlich... Ja, ja keine ja. Natur-Dinge, über die er meistens ja, spricht. Genau. Ja, und ich habe dann für die... Heutigen Science-Fakten auch gleich noch, äh, Bob Weller hat aufgegriffen, um einmal zu schauen, wie, wie funktioniert eigentlich ein U-Boot, wie kann es tauchen. Weil normalerweise schwimmen ja Schiffe auf der äh, Wasseroberfläche, weil sie ja leichter als das umgebende Wasser sind. Um, um jetzt abzutauchen, muss man die Dichte erhöhen und das wird äh, erfolgt, indem man äh, Ballasttanks hat, also Tanks, die mit Wasser geflutet werden. Und dadurch wird die Masse des Schiffes größer und es verdrängt das Wasser und es sinkt dann ab richt, äh, Richtung Grund. Und diesen äh, Zustand nennt man auch äh, statisches Tauchen. Und je nachdem, wie man die Masse dann einstellen kann durch äh, die Flutung der Tanks, kann man auch eine Art äh, Schweben erreichen und äh, das ist halt, wenn die Massen angeglichen sind. Und dann sollte es möglich sein, dass, ohne dass man weitere Energie äh, in das System steckt, dass man auf gleicher Höhe bleibt. Dass sich aber die Umgebung, wenn man taucht, ständig ändert. Also, es ist, in dem Wasser schwimmen ja Lebewesen rum. Die Dichte ist unterschiedlich durch Schwebstoffteilchen, durch unterschiedliche im Wassergehalt oder auch in der Temperatur muss man eigentlich immer wieder justieren. Und wer mal getaucht ist, äh, mit Atemgerät getaucht ist, der kennt das auch. Also es ist ganz schwer, auf einer Höhe mit dem Taucheranzug zu bleiben. Weil wenn man auftaucht, muss man ja immer wieder Tauchstops machen. Und da ist es ganz schwer, dass man dann sich tariert und auf einer Höhe bleibt, weil nimmt man mal zu viel Luft, geht man wieder ein Stück hoch oder wieder runter. Und äh, Steuern kann man dann noch das äh, Abtauchen und Eintauchen mit äh, diesen Seidenrudern, die wir sieht, weil die sind so ähnlich wie äh, Tragflächen an Flugzeugen und durch die Stellung kann man dann auch noch den Auftrieb steuern. Und was man auch, was er auch erklärt hat, dass er ja die U-Boote aus zwei Höhlen besteht. Also man hat den, den innere Hülle, den Druckkörper, dann hat man das Wasser, was diese Hülle umgibt und dann noch eine äußere Hülle, die dann etwas kleiner ist. Sodass durch dieses Wasser, was sich dann zwischen den Höhlen befindet, auch der Druck besser ausgeglichen werden kann. Und das sind auch die am weitesten verbreitetsten U-Boote, diese zwei Höhlen. U-Boote. Und wer noch mehr zu Schiffen, U-Booten und Tauchmanövern wissen möchte, für die verlinken wir in den Shownotes ein YouTube-Video vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremen. Und das kann man auch sehr empfehlen, da die Ausstellung mal zu besuchen. Und es gibt auch eine Online-Ausstellung, die man sich auf der Homepage ansehen kann. Ja, cool. Vielen so. Dank. Dann, ja. dann ja. weiß ich jetzt, wie sehr das geht. <laughs> ich hoffe Dass so mit den Temperaturen kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Es ja. ist also schon so, wenn man im Meer badet und da drin steht, dann ist in die, kommen ja immer mal so Stellen, die kalt sind oder die wärmer sind. So beim Schwimmen schon am Strand und wenn man nachher mit, natürlich mit dem U-Boot taucht, dann merkt man das wahrscheinlich sehr viel extremer, wenn dann, das dann plötzlich das Wasser wärmer, wärmer wird, dann wird es wahrscheinlich steigen oder sinken und da ist jetzt wahrscheinlich einer, der ständig ausgleichen muss. Ja, das, das klingt erstmal so einfach, aber im Detail ist das dann wahrscheinlich ja, und darum ist eine Besatzung ja auch relativ äh, groß. <laughs> <Alles zu tun. lacht> ja, äh, kommen wir zum Fazit der Episode, ne und Ach ja, der Gast, äh, der, der mag natürlich mit seinem Fazit gerne eröffnen, wenn er möchte, also wir werten hier mit ein bis vier Delfinen, du kannst einen Delfin geben, wenn dir die Folge gar nicht gefallen hat. Du kannst vier Delfine geben, wenn du die Folge herausragend fandst und äh, du kannst auch halbe Delfine geben, beziehungsweise kannst einen Zwergdelfin hinzufügen. Genau. <laughs> Weil halbe Delfine, das klingt einfach ein bisschen morbide. Die, ja, die bluten so. Und du darfst den Faszien natürlich gern begründen, da, dafür hast du jetzt Platz. Ja, als ich das geguckt habe, habe ich noch so mit zwei Delfinen äh, gedacht. Aber nach der Besprechung bin ich dann doch eher bei drei, da, weil da doch viel mehr dranhängt, als ich beim ersten Mal gucken gedacht habe. Und was mir besonders gut gefallen hat in der Folge, ist auch, dass man ein bisschen mehr über Dr. Was Fehlen erfährt und wie sie handelt und über ihre Vergangenheit. Außerdem fand ich es gut, dass man auch so ein bisschen über Lukas erfährt, was er so, was ihn so antreibt und dass er manchmal auch nicht so richtig handelt und das Britscher ihn denn da auch wie so ein Vater so ein bisschen bestraft. Und auch der Bösewicht war hier durchaus glaubwürdig. Der Hannibal Lecter. Und also insgesamt würde ich doch drei geben, weil die Geschichte doch auch viele Überraschungen hatte und auch wenn wir nicht so viele, äh, naturwissenschaftliche Dinge, die mal erfahren haben, war das doch eine sehr schöne Folge. Ja, vielen ja. Dank. Ich habe gesprochen. <lacht> oh. <lacht> ja. ja, dann mache ich mal kurz weiter. Ähm, als ich die Folge gesehen habe, war, war ich bei einem Delfin, weil... Ähm, ich <laughs> Nee, ernsthaft, ich habe hab mich tierisch aufgeregt, ich habe mich total darüber aufgeregt, äh, wie, wie, wie unkritisch äh, uns hier gezeigt wurde, wie man mit Gefangenen umgeht. Und ich weiß, dass dass das ein schlimmes Verbrechen ist, was er begangen hat, aber ähm, das Verbrechen wurde uns halt gar nicht nahegebracht. gebracht. Darum Darum konnte ich da so gedanklich meinen Fokus drauflegen. Also, ja, pf, irgendwann Kriegsverbrechen, wie auch immer. Aber das, hat hatte irgendwie keine Konsequenz. Wir haben, wir haben nachher die Westfälen da, die da irgendwie persönlich drunter gelitten hat. Aber das, das wirkte für mich auch total aufgesetzt und, ähm, nochmal so angeflanscht. So, ja, dann haben wir jetzt hier zufällig noch einen in der Crew und, und, und die hat da noch ein persönliches Problem mit. Das, das, das fand ich dann auch nicht besonders gut. Jetzt mit der Besprechung ist mir nochmal klar geworden, wie gut ich diese Charaktere an sich finde, also unsere, unsere Hauptcrew, wie gut die, wie viel besser die geschrieben sind, als ich sie von früher in Erinnerung habe, wie, wie, wie sympathisch die mir auch zu großen Teilen sind, selbst, selbst wenn Bridger jetzt da wirklich völlig out of character gehandelt hat und ich das wirklich scheiße finde und ich deshalb auch nicht finde, dass das eine gute Folge ist, ähm, sondern das hochproblematisch finde, da irgendwelche Leute zu verprügeln, die sich nicht wehren können und die an den Stuhl gefesselt sind, ähm, hat das doch jetzt den, den Schauwert sozusagen für mich erhöht. Dazu kommt wirklich, dass ich toll finde, äh, wie die sich so um Details kümmern. Frank hatte gesagt, dass mit dieser Weltkugel, ich, ich liebe diese Schlüssel, ich finde die einfach großartig. <laughs> äh, so, solche Kleinigkeiten sich auszudenken und, und dann denke ich mir, okay, das ist auch eine Serie aus den 90ern, die muss ich jetzt nicht so ernst nehmen, die muss ich jetzt nicht dafür anklagen. Jedenfalls nicht so hart dafür anklagen, wie ich es vielleicht bei einer aktuellen Serie machen würde, dass sie sich so einen Scheiß erlaubt haben in der Handlung und ihre Logiklöcher erlaubt haben. Dafür sah das gut aus. Und ähm, ich gebe jetzt aus tiefstem Herzen zwei Delfine für diese Folge. Wäre sie eine Folge, die 2022 gedreht worden wäre, würde ich sie Abschalten und nicht zu Ende schauen, aber so hat mir das unterm Strich doch irgendwie Spaß gemacht und da kann ich guten Gewissens zwei Delfine für geben und Sabine. Ja, ja, das stimmt, ganz kurz, aus deiner, aus der heutigen Sicht wäre das natürlich, ja. geht das natürlich überhaupt nicht. <laughs> ja, ich hab's, äh, ich fand den Beginn etwas, etwas holprig, Sie wie wir halt dann dazu gekommen sind, dass der Bösewicht an Bord ist. Aber das habe ich auch beim, beim ersten Mal schauen einfach so hingenommen. Ja, dann raschelt halt das Drehbuch ein bisschen. Und was ich halt sehr spannend fand, war halt dieses Wechselspiel, dieses Messen der Kräfte zwischen Pritscher und Seller und dann auch mit Westphalen und was ich auch sehr gut fand, dass halt mal die Hintergrundgeschichte erfahren hat, noch ein bisschen mehr zu westphalen und auch die, die da diese Ersatzvater sehen mit Lukas und dass auch äh, alle Stammbesatzungsmitglieder diesmal einmal vorgekommen sind. Also wir haben auch den schief gesehen, den haben wir jetzt lange nicht gesehen. Wir haben äh, Ottis und Nunir gesehen und äh, auch äh, Hitchcock und Ford. Also das wäre gut. Und ich habe eigentlich, bin dann jetzt bei Frank und ich würde. Drei Delfine geben. Weil ich fand sie jetzt mit einer der besseren Folgen. Ja, schön. Und ja, es gab weniger cringe Momente, wie halt. Äh, das stimmt. Noch, noch ja. zuvor mit seltsamen äh, Dialogzeilen. Also, das war diesmal echt besser. Da waren die Dialoge auch ja. besser. Ja, dann. Äh ich will auch keine Abschiedsstatistik Statistik machen, das machen wir dann mal zum Staffelfinale. Aber es könnte sein, ja. dadurch, dass du jetzt die drei Delfine und Frank auch noch drei draufgepackt hast, dass das die bisher bestbewertete Folge ist, die wir gerade besprochen haben. Ist aber nur Kopfstatistik, wow. es ist noch nicht belegt. <laughs> ich bin ich mal gespannt, wie das am Ende sich, sich dann darstellt. Ja, und ähm, damit sind wir mit der Folgenbesprechung am Ende. Wir machen das so, dass wir jeden Montag äh, auf Twitter und auf Mastodon unter dem Hashtag Maritime Montagsmusik. Ein äh, Song, der zumindest im weitesten Sinne irgendwas mit dem Thema Meer, Seefahrt, U-Boot, Wale, Strand, Küste, was auch immer, also alles aus diesem Komplex kurz vorstellen. Und es gibt auch eine Playlist auf Spotify, die ist in den Shownotes verlinkt, wo ihr die Lieder alle nachhören könnt und es ist das privileg jedes gastes und jeder gästin hier selbst ein lied auf diese liste zufügen zu können frank spiel den dj was möchtest du draufpacken ich spiel, äh, pack den soundtrack von the big blue auf äh, mit auf die liste von im rausch der tiefe genau hieß er auf deutsch ja. richtig? von eric serra genau den Soundtrack finde ich wunderbar, obwohl ich auch noch äh, äh, ein bisschen sauer auf den Komponisten bin, aber trotzdem ist dieses hier ein schöner Soundtrack. Dann danke Frank und damit tauchen wir auch wieder auf. Ja, nein, ich habe ja noch ihr sind ja nicht zum Spaß hier. Ja. Uh, ich habe noch so eine uh. Kleinigkeit für euch vorbereitet. <laughs> Überraschung. Wir müssen noch ein kleines bisschen unter Wasser bleiben, damit keiner mitkriegt, was wir hier tun. Ich habe für euch einmal äh, fünf Fragen, die ihr schnell beantworten könnt oder nicht könnt. Wie gesagt, wir sind nicht zum Spaß hier und das ist ein kleiner Test. Ich fange einfach mal mit Frage 1 an. Wir ähm, waren Stopp, gut, ja Kur kurz vorher, es ja. ja/nein-Fragen oder? Ich habe immer äh, vier Antworten okay. zur äh, Auswahl. Wir waren ja mit der Sequest in einem sehr Technisch fortgeschrittenen U-Boot, aber die Frage an euch ist: Wann wurde denn das erste vollfunktionsfähige funktionsfähige, voll U-Boot gebaut? War das a 1678, b 1789, c 1865 oder d 1902? 1865 sage ich. Ich gehe mit 1600, weil ich glaube, Leonardo hatte da schon erste Sachen. Als erstes funktionsfähiges U-Boot der Welt gilt die Submarine Explorer, da es das erste Boot war, das aus eigener Kraft wieder auftauchen konnte. Da Vinci hatte auch eins, aber das war noch nicht so voll funktionsfähig. Und das Boot wurde 1865 von dem deutsch-US-amerikaner Julius Kröhl in New York hergestellt. Ein Punkt gibt's schon mal. <laughs> und äh, jetzt eine Frage zu Darwin, den wir auch diesmal gesehen haben. Welche Eigenschaften teilen Delfine und Menschen? Oder welch, besser gesagt, welche Eigenschaft teilen Delfine und Menschen? Ah. Aufgrund ihrer Lungfunktion könnten sie an Land überleben. B. Sie haben eine Lebenserwartung von ca. 80 Jahren. C. Ihr Geruchssinn ist gut ausgeprägt. Oder D. Sie erkennen sich selbst im Spiegel. D. D. Jawohl, hier kennt man die Fachleute. <lacht> <lacht> sie sind wirklich fähig, sich selbst wiederzuerkennen, wenn sie einen Spiegel sehen. Aufgrund Merkmaler. Ihre, ihre eigenen Merkmale. Und wisst ihr, wie alt Delfine wirklich werden? 50? Nee. Ja, so zwischen 40 und 50 ja, Jahren. In Gefangenschaft in eher so etwas 10 Jahre weniger, aber in Freiheit etwas länger. Hm. Hm. Die Seaquest ist 300 Meter lang. Und wie lang ist das größte U-Boot der Welt zurzeit? Ist es A äh, 89 Meter lang? B. 105, C. 115 Meter lang oder D. 184? Ich hätte gesagt 115 und muss um die 120. Ich sage jetzt 184, das klingt nämlich so spezifisch. <lacht> <lacht> Laut CNN hatte Russland die Konstruktion der Belgorod bereits 2019 in Auftrag gegeben. Im Sommer 2022 wurde sie an die russische Marine übergeben. Das Boot ist 184 Meter lang und hat 100.000 PS. Wow. Okay. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Fast 200 ja. Meter da. Es ist ja schon, schon krass, ja. relativ nah an der Sequenz. Ja. <laughs> da hat man 94 wahrscheinlich auch noch nicht dran gedacht. Es muss ja gigantisch sein, ne? Ja, schnell zur Frage 4. Wie weit nach unten geht es denn an der tiefsten Stelle des Ozeans? Da hätten Sie denn diesmal wahrscheinlich die Seaquest versenken müssen, hm. um die Gifte zu äh, neutralisieren, sind das A 7300 Meter, B 8370, C 9450 oder D. 10.898 Meter. Die, was sind die, knapp 11.000? Genau, die Marianengraben. Ja, die Tiefsee beginnt ab 800 Metern, was auch schon nicht schlecht ist. Doch das Meer kann mehr. Im Schnitt sind Ozeane 4.250 Meter tief. Je nach Messung gilt der Marianengraben mit 11.000 bzw. 10.898 Metern als tiefste Stelle der Erde. Und wenn man das mal so vergleicht, dass der Burj Khalifa, dieses größte Gebäude der Welt, 828 Meter hat, wie oft man das übereinander stellen muss, um die tiefste Stelle zu erreichen. Also es ist schon erstaunlich, dass wir auch schon so tief äh, tauchen können, denn die Titanic lief ja auch auf 10.000 Meter, wo das U-Boot letztens verunglückt ist. Ich dachte immer, das wäre noch gar nicht möglich. Ja, ja, ich glaube, äh, Cousteau ist da auch Bitte das erste Mal. Da gab es ja auch diese, diese Serie mit Cousteau. Er ist hm. halt das erste Mal auch mit den in die Tiefsee abgetaucht, so richtig, um zu sehen, was Aber es das ist. Dass es dafür Drücke geben muss. Ich glaube, das ist fast schon einfacher im Weltraum, mich hier gegen zu fliegen. <laughs> ich glaube, deshalb hat, wissen wir auch einfach zu wenig, ja. <laughs> ja, das ist. Da gibt es noch so viel zu erforschen und wahrscheinlich so schwer, weil es auch so schwer ist, da hinzukommen. Aber was mich noch am meisten überrascht hat, ist jetzt, wie viel Wasser befindet sich im Erdinneren, also unter den Ozeanen? Nochmal ein Viertel so viel wie auf der Erde? Nochmal halb so viel wie das gesamte Wasser der Ozeane auf der Erde? genau so viel oder eins bis sechsmal so viel wie auf der Erde? Tada. Äh, <laughs> eins bis ich sechs gar nicht gewusst, Mal. Ist das So, sage ich jetzt. <laughs> so. ja, also, ich habe so keine Idee. So, ich habe auch keine Idee. Das Aber wenn du schon so angekünstigt äh, hast, dann nehmen wir auch das ja. meiste. <laughs> ja. Also tausende Meter unter der Erde haben Forscherinnen im Wasser haben Forscherinnen Wasser aufgespürt. Der Wasserkreislauf des Planeten bezieht sich also das Erdinnere mit ein, das wirkt sich auf die Dynamik im Erdmantel aus. Ein deutsch-italienisch-amerikanisches Forscherteam hat anhand einer Diamantenanalyse entdeckt, dass in der Erdkruste große Mengen Wasser vorkommen. Geowissenschaftlerinnen der Goethe Universität Frankfurt bestätigen nun, was bisher nun nur vermutet wurde. Die Übergangszone zwischen oberen und unteren Erdmanteln erhält Wasser. Das hat Auswirkungen auf die Dynamik in über 400 Kilometern Tiefe. Und dort sind Ring Volt gesteine Das ist so ähnlich wie Diamanten. Und die können Wasser speichern. Und die haben die Kapazität von bis zu sechsmal der Wassermenge in allen Ozeanen. Es ist nicht gesagt dass, er, dass sie so viel gespeichert haben aber sie hätten die möglichkeit also es, aber sie schätzen es ist zwischen eins bis sechs mal so viel wie auf der erde was diese äh, gesteinsformationen da speichern können an wasser und das fand ich doch sehr äh, beeindruckend verrückt ja. wahnsinn dann danke frank für für die Supermeeresfakten. Ja, da gibt es so viel, aber da kommt ihr wahrscheinlich in vielen Folgen auch noch drauf zurück, was es alles unter dem Meer zu entdecken gibt. Ja. So, und damit tauben wir jetzt wieder auf. Wer auch noch so tolle Meeresfakten kennt wie Frank, kann natürlich uns auch gern einen Audio-Beitrag schicken oder auch einfach nur eine Folgenbewertung. Und Frank, möchtest du noch ein bisschen Werbung machen jetzt für deine Podcasts oder Projekte, irgendwelche Homepages? Ja, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, in welchem Podcast ich zu hören bin. Und ein Projekt habe ich für die Zukunft auch schon, aber das ist noch geheim. Da bastle ich schon seit vielen Wochen drauf, dran herum. Und das cool. wird wohl auch was sein, was es so noch nicht gegeben hat, bei, was Podcast betrifft. Und das wird so im September. Er wird da Näheres zu bekannt und ich habe auch schon viele gefunden, die da daran teilnehmen, aber das wird sehr interessant. Aber wie gesagt, zu den anderen Dingen habe ich ja schon am Anfang was erzählt. Ja, dann sind wir sehr gespannt und werden dann auch hier, wenn es soweit ist, davon berichten. Ja. ja. Wer mit uns in Kontakt? kommen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen über die Kommentarfunktion auf der Webseite des Podcasts oder über Twitter bei at darwinpot, Mastodon at, at oder E-Mail davinpodwebte. Und damit sagen wir Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, war toll bei euch gewesen zu sein. Dankeschön. Right. In.